Na gut, ich persönlich finde die medizinische Physik ganz interessant, und zwar auch in Bezug auf die mechanische Arbeit. Ich komme dann gleich drauf, weil das Thema Sport interessiert mich persönlich sehr. Mechanische Arbeit ist im Wesentlichen, wird im Wesentlichen so ausgerechnet: W wie Work, mechanisch ist F mal S, also Kraft, Force mal Weg. Kraft wird in Newton angegeben, mal Weg, Newton mal Meter, das Mal schreibt man hier dabei nicht, der Weg in Metern. Das ist eine ganz gebräuchliche Einheit. Kilonewtonmeter gibt es auch, aber das lassen wir mal lieber. Wenn ich etwas hebe, ist das eigentlich das Gleiche. Denn da brauche ich auch eine Kraft, eine Hubkraft zum Heben, nicht Hub, Hub, Tütüt, und einen Weg. Aber der Weg, den ich hebe, ist im Allgemeinen die Höhe. Und da ich weiß, dass Kraft gleich M mal A ist oder M mal G auf der Erde, Hubkraft, ne, rechnet man M mal G als F Hub und so weiter. Leute, achtet auf die Links, falls ihr das erste Video hier seht. Hier richtige mal links ein. Das Video bleibt stehen, wenn ihr hier draufklickt. Das heißt, ihr verpasst nichts, und da geht es zu weiterführenden Themen bzw. zur vertiefenden Themen. Jetzt sagte ich ja F mal S im Wesentlichen, ne? Also ob hier so auf die Art oder in der Horizontale. Aber das Wichtige ist, ich muss es ein bisschen genauer definieren, und zwar vektoriell. Keine Angst, das ist nicht schlimm. Wenn ich eine bestimmte Masse, ich habe hier einen Schwerpunkt bzw. einen Angriffspunkt der Kräfte genommen, wenn ich eine bestimmte Masse über eine bestimmte Entfernung transportieren will, dann ist eigentlich nur die Kraft wirklich wichtig, die auch wirklich genau in der Ebene dieses verlaufenden Weges liegt. Aber genau da drin. Meistens ist es bei Handwägelchen oder Bollerwagen oder bei Pferdewagen oder was auch immer, ist es so, aber so, dass die Zugkraft schräg verläuft, weil die Deichsel meistens ziemlich tief unten angebracht ist. Ein Beispiel für Hubarbeit ist aber typisch: Gabelstapler muss meinetwegen eine Kiste von 200 Kilogramm Masse, G kennen wir, 9,81 Meter pro Quadratsekunde, hier wieder gucken, werde ich glaube ich einen Link anfügen, muss die ganz einfach eine bestimmte Höhe hoch ins Regal heben oder was auch immer. Das soll uns aber jetzt mal nicht interessieren, denn wir sind ja eher beim Menschen. Ich komme dann auf den Menschen selber, aber das ist eine spannende Geschichte. Nicht, weil wir bei irgendwelchen Männertagen mal einen Bollerwagen ziehen, sondern weil doch Pferde immer wieder noch viel Arbeit zu verrichten haben. Aus historischen Gründen auch. Und weil man eben mal zeigen will, wie schön man kutschieren kann und so weiter. Ich habe mal ein Bild, ein freies Bild, runtergeladen. Und zwar ein Pferd, was so nach vorne hochgeht. Aber das ist die typische Haltung von Pferden oder anderen Viechern, die wir irgendwo vorspannen. Wer macht denn das? Na, Elefanten meinetwegen, die irgendwelche Bäume rücken müssen oder sowas. Beobachtet das mal in Filmen, wenn die anziehen müssen, das heißt also, wenn sie erstmal den, die Haftreibung kann man gar nicht richtig sagen, aber na, so ähnlich ist es. Also wenn der Wagen noch ein bisschen feststeckt oder der Schlitten oder der Baum, also die Haftreibung müssen sie überwinden. Genau in diesem Augenblick gehen sie richtig tief runter, denn da haben die Pferde die beste Möglichkeit anzutreten. Die können nicht vorne ziehen. Guckt auch mal im Verhältnis die Muskelmassen an. Die sind dafür ausgelegt, mit der Hinterhand, glaube ich, sagt man, richtig anzutreten. Das heißt, die gehen leicht in die Knie sozusagen. Ein bisschen rückwärts. Ich weiß, das sind. Hier ist das Knie, glaube ich. Gehen ein bisschen in die Knie und dann geben sie richtig Stoff. Das liegt aber andererseits auch daran, also das heißt, die müssen ja auch ein bisschen in die Knie gehen, nicht nur wegen des Rückens und wegen aller solcher Dinge, sondern wenn die was Schweres anziehen, müssen die selber auch eine gewisse Kraft auf den Boden bringen. Wenn sie nur eine Kraft nach vorne bringen würden, ja, dann würden sie wahrscheinlich ausrutschen. Das ist also ganz landläufig und locker mal die Erklärung. Aber es ist schon echt was dran, habe ich mir sagen lassen. Und ich meine, ich weiß es ja auch. So, wenn ich das also kräfteparallelogrammmäßig mir angucke hier, dann habe ich die Zugkraft, die gilt eigentlich, wenn ich vorne das Kommend, glaube ich, heißt das, was hier um den Hals immer ist, die Zugkraft, die geht eigentlich schräg nach oben. Und es gibt eine gewisse Hubkraft.
Aber die resultierende, also die wirklich wichtige Kraft für alles, guckt nochmal auf Vektorrechnungen, wie man Kräfte zusammensetzt, notfalls. Diese resultierende, die ist wichtig für uns, denn die drückt dann letzten Endes das aus, was eigentlich der Effekt ist und wie man dann auch die Arbeit errechnen kann. So, das haben Wagenbauer durchaus erkannt. Hier vorne habe ich die Orange, die Deichsel angemalt und lasse meinetwegen in diesem Fall mal die Deichsel hier, an der Deichsel hier die Zugkraft wirken, dann ist es wirklich so, dass hier auch entlang der Deichsel der Weg führt. Ruhig einen halben Meter über der Straße, das ist nicht das Problem. Aber die echte Zugkraft, die hat man, weil man weiß, dass das Pferd wirklich etwas runter geht hinten, hat man extra die Deichsel so gelegt, dass die um die 15 Grad, also von 10 bis 20 Grad angestellt ist, etwas steiler gestellt ist. Damit man dem Pferd es wirklich erleichtert und damit das Pferd so effektiv wie möglich ziehen kann. Es braucht diese Gegenkraft, damit es sein Gewicht ausnutzen kann, um wirklich loszulegen, um sich anzudrücken, um Druck auf die Straße oder auf die Erde zu erzeugen, damit es dann auch ziehen kann. So gut. Nebenbei ein Sportbeispiel, hier vielleicht nochmal einen Link dazu, haben wir mal mit den anderen Schülern besprochen. Wenn hier so ein Typ kräftig trainiert, er hebt meinetwegen eine Hantel, ich nehme mal gerne das Beispiel Bizeps Curl hier, hebt eine Hantel immer hoch und runter und hat eine gewisse Höhe, dann rechnet man zum Beispiel die Hubarbeit gesamt, das ist ein Doppelindex, W, Work, Hub und Gesamt, als alle Wiederholungen, pro Satz macht er meinetwegen 10 Wiederholungen und das macht er dreimal hintereinander, also alle Wiederholungen sind 30. Und jetzt mal zum Beispiel 20 Kilogramm Erdbeschleunigung rund 10 Meter pro Quadratsekunde und Hubhöhe beispielsweise, weil es ein großer Kerl ist, 0,5 Meter. Wenn ich den ganzen Kram zusammenrechne, komme ich auf 3000 Newtonmeter. Nebenbei mit 3000 Newtonmeter, das machen Gewichtheber gerne, dass die sagen, so viel habe ich heute gearbeitet, ich habe mein Trainingspensum für diesen Muskel erreicht, zum Beispiel. Das sind nebenbei gesagt, wenn ich das elektrisch ausdrücken wollte, 3000 Wattsekunden, beziehungsweise viel interessanter, in chemischer Energie oder Wärmeenergie 3000 Joule. Joule, Wattsekunde und Newtonmeter ist das gleiche, also von der zahlenmäßig Vergleichbarkeit. Und diese 3000 Joule, beziehungsweise 1000 heißt Kilo, 3 Kilojoule, da kann sich der Sportler dann orientieren und kann zum Beispiel dann sagen, verdammt nochmal, habe ich aber wenig trainiert. Leute, guckt mal auf irgendwelche bunten Getränke und guckt mal, wie viel da in 100 Millilitern schon ein Kilojoule drin ist. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass so ein armer Bodybuilder zum Beispiel sagt, ach, ich will schlank bleiben, ich kann gar nicht so viel trainieren, wie viel ich gerade gegessen habe. Oder er lässt es essen sein oder was weiß ich. Gut, Leute, ich denke mal, das reicht für heute Abend. Also, ich wünsche euch viel Freude beim, ja, Mitdenken und beim Verstehen. Macht's gut, tschüss.